Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Svitotze. Ach Schatzi, apropos deinen Geburtstag. Ja, das ist natürlich super in diesem Let's Play, das zu erwähnen. Dass ich alt werde. Wann treffen wir uns? Ich weiß noch nicht, ich bin alt. Wo soll ich hin? Zu dem grünen Fall. Okay. Wo war ich? Ich bin alt. Ich bin so alt. Unerlaubte Übertragung. In 2 Wochen ist die Dojaku. Who cares? In 2 Wochen schreibe ich Klausuren. Ich gehe aus Deutschland hin. Im Moment, in 1 Woche schreibe ich Klausuren. Du musst gerade mit einberechnen, dass die Leute das hier verspätet gucken. Ja, dann habe ich, dann ist eben halt in 1 Woche die Dojaku und. Ja, ich habe nicht mal geguckt. Wir sind ja auch, wir haben auch nebenbei komplett verpennt zu feiern, dass wir schon 50 Parts haben. Oh, haben wir? Haben wir. Wir sind jetzt beim 51. Part. Toll. Ist aber komplett verpennt. Bei wie vielen Part hatten wir unser letztes Mal, unser letztes Bitte zu aufgehört? 38. Na? Oh. Ich hatte nämlich noch, ich glaube, ich habe sogar noch 39 bis 42 auf meiner. Ernsthaft? Eine Ladesequenz nach dem Flug? Ja, kann vorkommen. Oh, I hate this game. Es soll auch, das habe ich gelesen, neue Flashpoints geben, die dann, Level- und klassenunabhängig sind. Oh mein Gott! Und der soll sich dann nochmal so ändern, dass du da zufälligerweise so eins von irgendwie 3 Szenarien oder so kriegst. Oder, nee, warte, das war irgendwie, dass es 12 Bosse gibt und du kriegst 3 davon oder irgendwie so. Auf jeden Fall soll der immer anders sein, wenn du reingehst und bla. Schon zurück? Habt ihr die Transmitter? Okay. Werden wir natürlich uns dann auch angucken. Wahrscheinlich, weil es ja sowieso level-unabhängig sein soll, dann hier in diesem Let's Play, damit ich nicht wieder was Neues anfange. Ja. Yeah. So wie Galactic Starfighter, was mir total in die Hose ging. Ich war so schlecht darin. Sieh mal an. Und ich dachte schon, Effizienz wäre aus der Mode gekommen. Ich schulde euch meinen Dank. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, übermittle ich die Daten dem Oberkommando und wir wissen mehr. Ja, wenn du willst, muss das wirklich sein. Mach mal. Das ist schlimmer, als ich es mir je ausgemalt hätte. Lord Garnan cool. Steckt dahinter. Er muss es sein. Oh nein. Den kennen wir. Wir waren auf seinem Anwesen. Oh. Ach. Okay. Lord Gratan ist eine Bedrohung für die Stabilität von Drum und Kas. Er hat seine Spuren gut verwischt. Alter, ich hab grad Dortmund gelesen. Wir können es zwar nicht beweisen, aber Lord Gratan hat Sicherheitscodes und planetare Daten von Drum und Kas aus nach draußen gesendet. Dortmund Kas. Alles, was eine Invasionsarmee gut gebrauchen könnte. Major Shallister ist bereits auf dem Weg zum möglichen Invasionsort und nimmt jeden Soldaten mit, den er auftreiben kann. Sie treffen euch auf der anderen Seite der Brücke. Beeilt euch! Ja, das hätten wir vielleicht vorher machen können. Haben wir aber irgendwie jetzt keine Lust. Das führt sowieso bloß zu so einer, ich nehme die planetare Auszeichnung. Das führt sowieso bloß zu so einer langweiligen, Heldenquest, wofür ich eigentlich gar keine Lust habe. Oh, und ich habe keinen. Ja, und ich habe keinen Bock, wieder zurückzurennen. Ich bin auf dem Desktop gelandet. Noch, wir fliegen schon mal weiter zum Geheimdienst Hauptquartier. Ah, weißt du das? Ich will die Leute jetzt nicht langweilen lassen. Aber mach doch so lange was anderes, Tanz oder sowas. Nein. Du musst so oder so auf mich warten. Nein. Doch. Nein. Vielleicht reden wir ja hier eine. Vielleicht reden wir ja 10 Minuten. Dann muss ich nicht mehr warten. Kann sogar gut möglich sein. Ich meine, wir sind jetzt am Ende der Storyteils. Auf Drum und Cars. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ganz rechts fliegen. Ganz rechts. Ganz rechts. Ganz rechts. Ganz rechts. Buh. Also Raumhafengleiter? Ja, irgendwie so mit Taxi, ihr imperiales Teil. Hä? Ganz oben rechts. Ach, ganz oben rechts. Ja, ganz oben rechts. Ich dachte rechts mit rechts rechts und nicht ganz oben rechts. Nein, ganz rechts, das blaue, das grüne ganz rechts. Achso, da stand ein Valmont. Cool, der Name sagt mir was. Mir nicht. Egal. Sagt mir alles nichts. Was nun? Genau, wir rennen hier hin, wir waren hier. Komm, spiel ich da was schon, bin ich müde. Tja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich auch nicht. Solltest dich mal untersuchen lassen. Ich verbinde Schlaf mit Star Wars. Ich weiß auch nicht warum.
Ich weiß nicht, du solltest dich wirklich mal untersuchen lassen. Das klingt nicht normal. Warum? Die Scanner finden keine Schiffe in der Nähe. Wrackteile fallen über der Stadt herunter. Bei der Höhe und Geschwindigkeit könnte allein der Kollateralschaden Millionen kosten. Wenn der Reaktorkern gebrochen ist, wird der Strahlungsschaden... Ich will nichts über Strahlungsschaden hören, verdammt. Ich will die Daten der Überwachungskameras, Logbücher, irgendwas, das wir gebrauchen können. Alle Militärkanäle melden, dass die Dominator vollkommen zerstört wurde. Will mir vielleicht jemand erklären, was die Dominator ist? Schön, euch zu sehen. Es gab ein Sekundärziel. Anscheinend... Wächter 2, ich warte noch auf die Bestätigung. Und ihr Agent haltet euch bereit. Jeder ich muss einsatzbereit immer sein. Falsch. Tut mir leid, Sir. Es waren mehr als 3000 Leute auf diesem Schiff. Die Hälfte waren Zivilisten. Das ist mir bewusst. Tut eure Pflicht, Wächter 2. Ich brauche die Berechnung. Wir haben eine Vollsperrung. Sämtlicher Verkehr wurde eingestellt. Erste Analyse abgeschlossen. Ich schließe mich mit den Droiden kurz. Ich bekomme widersprüchliche Berichte vom Car-City-Raumhafen. Ich versuche noch da durchzublicken. Diese Explosion kann niemand überlebt haben. Alle Quellen bestätigen. Opferquote liegt bei 100%. Dann ist Darth Yarus tot. Nein. Was? Es hätte keinen besseren dunklen Lord treffen können. Das will ich überhört haben, Agent. Wächter 3, wovon faselt ihr da? Story es gab eine Explosion an Bord der Dominator. Der Ursprung ist noch unklar, aber es muss mit den Aufständischen zu tun haben. Wir entsenden Befriedigungseinheiten, um Unruhen vorzubeugen. Darth Yarus brach zu einem besonderen Rundflug durch das Imperium auf. Er hatte militärisches Personal, Zivilisten und Sith für seine große Vision mitgenommen. Jetzt sind sie alle tot. Wir werden die verantwortlichen Terroristen erwischen. Worauf ihr euch verlassen könnt. Sir, da will ein Raumschiff abheben. Es sind mehrere Aufständische von der Beobachtungsliste an Bord. Militärtrupps greifen gleich ein. Sie werden das Schiff in Stücke jagen. Ich will die Terroristen lebend. Und ich will den Computer intakt. Hey, Tüftler, haben wir noch SEC-M-Einheiten übrig? Was? Ich verstehe. SEC-Ms, Mausdruiden. Findet einen und bringt den her. Na los doch. Was immer ihr im Tempel der dunklen Seite durchgemacht habt, es muss warten. Ich brauche euch jetzt im Einsatz. Ich bin bereit, Sir. Ein Moment. Tüftler! Ich hab den Droiden. Gut. Agent, ihr müsst für mich zum Frachthafen. Da will ein Schiff mit Terroristen abheben. Nehmt den Mausdroiden und bringt ihn in einen Wartungsschacht des Schiffes. Wenn er an Bord ist, können wir den Hyperantrieb ausschalten und die Computerdaten herunterladen. Lasst mich an Bord gehen. Ich nehme mich der Terroristen persönlich an. Nein. Ich bewundere euer Engagement, aber es ist zu riskant. Wir machen es auf meine Art. Na los, ihr müsst den Mausdroiden platzieren. Jeder Schacht an der äußeren Hülle sollte sich eignen. Wenn ihr zurück seid, werden wir einiges zu besprechen haben. Okay, das geht ja jetzt gerade richtig rund hier. So, habe ich noch eine Planetenauszeichnung? Kann doch nicht sein. Aber ich hätte jetzt erstmal ein Ohrstück, aber das Ohrstück ist weniger und ich habe halt nur... Obwohl ich zwei Ohren habe, haben wir nur ein Ohrstück. Ist recht doof. Da Melly sich das wahrscheinlich gerade anhören muss und wir sowieso auf sie warten müssen, mache ich hier ganz kurz einen Cut. Bis in einer Sekunde. Gut, da sind wir auch hello, zurück. Hallo, hallo, hallo. Ja, Melly ist jetzt auch endlich da. Ich bin über den Raum hinweggelaufen. Wir... Kannst du noch was anderes sagen? Da. Kannst du noch was anderes sagen? Sonst müssen wir hier, Sing, sang, song, song, bingo. Sonst müssen wir hier, à la Robot Chicken so deine Mama-Spruchwettbewerb machen. Hallo, 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 hallo. Oh nein, boom. Ja. Genau. Schatz, deine Mama ist so doof, die denkt, man könnte ein Laserschwert abonnieren. Schatz? Ja? Wie war es nochmal vorhin mit dem... Niveau? Ja, aber ich find diesen Spruch so geil. Nein, aber Schatz, das war jetzt nicht von mir, das steht hier im Chat. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich hallo, weiß. Oh nein, Boom. Ich hab's gelesen. So, wo muss ich hin? Zum grünen Pfeil. Der erste oder der zweite? Der erste. Die andere Quest habe ich schon längst abgebrochen. Okay. Die wir nicht machen, weil ich keinen Bock habe, da hinzulaufen. Welche waren das? Irgendwas mit Teil 2. Unerlaubte Übertragung, Teil 2? Richtig. Ist sowieso vielleicht nicht interessant. Ich finde das trotzdem so geil. Deine Mama ist so doof. Die glaubt, ein Laserschwert könnte man abonnieren.
Das gibt sowieso immer irgendwie keinen Sinn. Wieso sollte man ein Laserschwert abonnieren können? Ja, Laser, Leser, Lesen, Zeitschrift. Ach so, Leser. Ah! Jetzt check ich's. Ja. Der ist trotzdem so mies, dass er wieder gut ist, finde ich. Wo bist denn du? Hier hinten, hier müssen wir nämlich was abgeben. Und dann kriegen wir 100 Auszeichnungen, weil wir ja mal PvP gemacht haben. Remember, vor 3 Parts. Haben wir? Ja. Okay. Mit einem, wie heißen die nochmal? Mit einem Fan, genau. Fan. Ich hab das Wort Fan gesucht. Ob es glaubt oder nicht. Wie kann man das Wort Fan suchen? Das ist ja total dämlich. Keine Ahnung, wir könnten Raumjäger-Einführung machen. Nein, können wir nicht. Können wir nicht, die Warte gleich bitte auf mich, ich muss mich nämlich wieder an dich heften. Okay. Nein, wir können nicht die Raumjäger-Einführung machen. Denn, Soll ich irgendwas hier machen? Du musst das anklicken. Achso, du hast die Quest nicht gehabt, dann ist auch egal. Doch, ich hab das ja angeklickt. Soll ich jetzt irgendwas annehmen an Quests? Nee, normalerweise hättest du eine Quest abgeben dadurch müssen. Ja, hab ich ja schon. Ja, danach nichts mehr. Okay. Das sind alles nur PvP-Quests. Okay. Wo bist du schon wieder hin? Ich bin 2 Meter gelaufen. Ich dachte, du hängst schon an mir dran. Nein! Warte! Warte! Da. Ich warte. Darf ich jetzt? Ja! Danke! Bitte! Ich weiß nicht, was die Leute eher sehen, dass wir uns was die Leute eher sehen wollen, dass wir spielen oder dass wir uns die ganze Zeit ankeifen. Wir keifen uns auch gar nicht an. Dann wird's mal Zeit, dass wir das machen. Lol. Lisa Buchholz. Was hast du gegen Lisa Buchholz? Nix, würde es getrennt und vernünftig geschrieben werden. Ey, deine Mama ist so fett, da sieht sogar... Was? Ich finde das auch noch so gut. Deine Mama ist... Switch-Niveau? Deine Mama ist so fett. Da sieht sogar Jabba the Hutt aus wie ein Bikini-Model. Der ist echt totaler Sau. Wobei mein allerliebster World of Warcraft deine Mama-Spruch ist ja immer noch. Deine Mama ist so fett, die braucht 3 Hexenmeister zum Teleportieren. Den fand ich so genial. Der ist. Wow, warum rennt die jetzt plötzlich da weg? Wer rennt weg? Ich kämpfe hier gerade gegen Gegner und irgendwie die eine hat die ganze Zeit nicht gekämpft und dann plötzlich rennt sie weg. Okay. Alter, über mir die Wohnung, die nehmen sie gerade auseinander. Ich hoffe, das hört man alles auf der Aufnahme nicht. Ach, das war das Poltern gerade eben. Das hast du gehört? Scheiße. Die nehmen wir irgendwie... Was meinst du damit? Was? Was meinst du damit, die nehmen die auseinander? Ja, keine Ahnung. Also wir vermuten, dass sie ausziehen. Okay. Ja, wir vermuten, weil die irgendwie schon seit gestern die ganze Zeit immer mit einem Wagen hier vorfahren und die ganze Zeit Sachen da reinschleppen in den Wagen. Okay. Klingt nach Ausziehen, oder? Was meint ihr, Leute? Schreibt's in die Comments. Ja, lustig, wenn sie dann doch nicht ausziehen würden. So, ich schreibe mich hier jetzt, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Ja, aber du musst ja die ganzen Teile da aktivieren und du musst du willst ja die bestimmte Bonusquest machen. Und? Warte halt, bis du fertig bist und dann kannst du mir helfen kommen. Ups, das wollte ich noch gar nicht machen. Ich wollte noch keine Zwischensequenz triggern. Schatzi. Boah, ich mag das Geräusch der Mausdroiden. Das ist süß, oder? Das ist so niedlich. Aber jetzt hätte ich sowieso angegriffen. Aber ich sehe nichts mehr. Yay. Okay, ich hab's geschafft, aber ich brauche noch eine Person. Ey, du. Kämpf gegen mich. Trick, musstest du jetzt noch jemanden holen? Okay, Trick, egal wie du das machst, bring's mir bei. Egal wie du das jetzt gerade machst, ich will's auch können. Die steht in der Luft. Cool. Egal wie du das machst, Trick, ich will es auch können. What the fuck? Was? Okay, resette dich ruhig, ja. Ja, mach ruhig. Scheiße, ja. Der Gegner hat sich irgendwie urplötzlich resettet. Ach. Mitten im Kampf. Gut,
mach's ruhig. Wir sind sowieso hier fertig. Ich glaube auch dadurch, dass ich das Teil angedrückt habe, konnte ich meine Bonusmission nicht mehr vernünftig machen. Egal. Deswegen, liebe Kinder, sollte man immer zuerst die Bonusmission fertig machen. Ja, danke auch gerade. Naja, wir begeben uns jetzt schon mal. Nein, ich muss aber damit das nicht immer aus Versehen passiert, schalte ich das natürlich immer aus, damit ich nicht hier direkt bei ihr reinrenne, ne? Aber dann muss ich das jedes Mal wieder umschalten. Ich glaube, ich bin tot. Ja, okay. Kannst trotzdem kommen und mir helfen! Hast du nicht die Quest schon gemacht? Was heißt denn, wenn die zu wandern? Werde ich vor Ort wiederbelebt, ne? Ja. Gott. Ja, ich hab's ja, glaube ich, gemacht. I think so. Hast du das Teil da angesprochen? Ja. Kiste, dann bist du fertig. Okay. Und dafür musste ich jetzt hier noch reinkommen? Ja, Moment, ich heile mich hier kurz. Ich glaube, der Part wird zu lang. Och, da mal raus. Richtig. Ich weiß gerade nicht, wie lange du gebraucht hast, aber ich denke nicht über 5 Minuten, ne? I don't think so. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es ein bisschen spannender zugeht. Ich glaube, dann kriegen wir auch endlich unser Schiff. Kriegen wir dann auch endlich mal einen neuen Begleiter. Ja. Yes! Also, wie immer... Das war so laut, Tod aller Kopfhörerträger. Yay! Das Lustige ist, das sagen zwar mal alle, aber irgendwie werden immer die Lautstärken runtergeregelt. Echt? Ja. Cool. Weil ich höre es ja auch hier und es war für mich nicht zu laut. Okay. Ich höre auch über Kopfhörer. Okay. Naja, wo war ich gerade? Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Film. Abonniert unseren Kanal, drückt auf die Fernseh, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye.